dass sie daran glaubten, dass es aufwärts geht, da wurde die Schraube angezogen. Und dann ging es los mit erhöhten Steuern, die bis zum Schluss nachher so, ich glaube 86% war das Höchste, was wir nachher als Einkommensteuer bezahlt haben. Nach 1952 wurden wir als Feinde des Staates angesehen. Und da wurde uns das sogenannte Soll damals, wir mussten so und so viel Getreide abgeben und so viel Rüben abgeben, so viel Kartoffeln abgeben und Stroh, also jedes Produkt abgeben. Und die Norm wurde jährlich erhöht, bis das Jahr 1953 kam. Und 1953 konnten wir es nicht mehr erfüllen und da haben sie mich eingesperrt. Stimmen aus der Provinz. Sie spiegeln das Klima in der ganzen DDR zu Beginn des Jahres 1953 wieder. Ein Gemisch aus Wut und Verzweiflung. In Berlin ist die Stimmungslage ähnlich. Am 16. Juni 1953 kommt es zum Ausbruch. In Ost-Berlin demonstrieren Bauarbeiter durch die Innenstadt. Sie fordern freie und geheime Wahlen und den Rücktritt der SED-Regierung. Ein Signal, das sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land ausbreitet. Am 17. Juni kommt es in mehr als 400 Orten zu spontanen Streiks und Demonstrationen. Über 500.000 Menschen gehen auf die Straße. Ein Zentrum der Unruhen liegt im Bezirk Halle. Hier sind es Arbeiter der Leuna- und Buna-Werke, die den Stein ins Rollen bringen. Ihrem Vorbild schließen sich Tausende an. Der Funker aus Ost-Berlin genügte, um das Pulverfass Provinz zur Explosion zu bringen. Versorgungsengpässe kennzeichnen die Lage in der DDR zu Beginn des Jahres 1953. Tausende von Bauern und zahlreiche Selbstständige im Handel und im Gewerbe werden Opfer drastischer Kollektivierungsmaßnahmen. Angst und Unsicherheit breiten sich in weiten Teilen der Bevölkerung aus. Folgen der zweiten Parteikonferenz der SED, die im Sommer 1952 stattfand. Dort verkündete der Generalsekretär Walter Ulbricht den folgenschweren Beschluss. Dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Die ohnehin angespannte Lage verschärft sich. Der geringste Widerstand gegen die Politik der SED wird mit Gefängnisstrafen geahndet. Hunderttausende fliehen in den Westen. Moskau unterschätzt zunächst die Folgen dieser neuen Politik der SED. Die Deutschen damals lebten besser als wir Russen damals in der Sowjetunion. Eben deswegen, ich nehme an, die Regierung in Moskau nahm diese Informationen vielleicht nicht sehr ernst. Aber ich möchte sagen, dass in diesem Fall, wie auch in anderen Fällen, die sowjetische Regierung war nicht vorbereitet zu den Ereignissen, die bevorstanden. Die evangelische Kirche schätzt die Stimmung in der Bevölkerung realistisch ein. Im Februar 1953 appelliert die Kirchenleitung an den Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl. Seid menschlich und barmherzig. Seht die Not, die zu einer Katastrophe von größtem Ausmaß zu führen droht. Und trefft Maßnahmen, die dieser Not ein Ende machen. Derart kritische Appelle empfindet die SED als Provokation. Kurze Zeit später wird die Kirche zum Objekt staatlicher Repression. Anfang der 50er Jahre wurden die Studentengemeinden, die sehr zahlreich damals waren, in zunehmendem Maße bespitzelt, durchsetzt mit heimlichen Mitarbeitern und einzelnen Exmatrikulationen. Ebenso die junge Gemeinde und die Tonart der Presse, die bis dahin weder die Studentengemeinden noch die Junggemeinden groß erwähnt hatten, änderte sich und sie wurden im Jahre 51, 52 schon in die Nähe von amerikanischen Agentenorganisationen gerückt und als illegal erklärt, weil sie staatlich ja nie genehmigt waren. Das hat die Kirche aus eigenem Recht gemacht. Und das führte dann 52 schon im Dezember oder im November zur Verurteilung eines sehr erfolgreichen Jugendpfarrers in Dresden zu 6 Jahren Zuchthaus. Frühjahr 1953, Stalin stirbt. Die Lage in der DDR spitzt sich zu. Das
wurde nach Moskau berichtet durch verschiedene Kanäle. Durch unseren Nachrichtendienst hauptsächlich, aber auch die Vertreter des Parteiapparats, die in Berlin waren, berichteten auch nach Moskau über die Lage in der DDR und über die falsche, fehlerhafte Politik der Führung der SED und Ulbrichts persönlich. Am 12. Juni 1953 verkündet das Politbüro nach massivem Druck Moskaus den sogenannten neuen Kurs. Fast alle Maßnahmen zum Aufbau der Grundlagen des Sozialismus werden zurückgenommen. Nur der Beschluss zur 10%igen Erhöhung der allgemeinen Arbeitsnormen bleibt bestehen. Sie soll am 1. Juli in Kraft treten. Politischer Sprengstoff, der bald darauf zur Explosion beiträgt. Gleichzeitig gesteht die Parteiführung erstmals in ihrer Geschichte einen Fehler begangen zu haben. Während die Spitze der SED hofft, dass sich die Bevölkerung durch die politische Kurskorrektur beruhigen lässt, tritt das Gegenteil ein. Viele betrachten den neuen Kurs als Bankrotterklärung der Regierung. Die Bevölkerung feiert an manchen Orten bereits das Ende der SED. Kreisleitung der SED Seehausen, 11. Juni 1953. Was können wir tun in Wendemark? Da ist ein unhaltbarer Zustand. Das gesamte Dorf ist in der Gastwirtschaft betrunken und trinkt auf das Wohl von Adenauer. Nach dem Beschluss des ZK wurde auf die Freiheit getrunken. Ein Teil der Genossenschaftsbauern beteiligte sich an der Sauferei. FDGB-Bundesvorstand, 15. Juni 1953. In einigen Betrieben werden feindliche Losungen angeschmiert, wie zum Beispiel »Weg mit den SED-Bonzen«, »Fort mit dem ganzen Sozialismus«. Die Pfähle, an denen die Funktionäre aufgehängt werden, stehen schon bereit. Verunsichert durch derart alarmierende Berichte aus dem ganzen Land, erkundigt sich die ZK-Abteilung leitender Organe der Partei- und Massenorganisationen am 15. Juni 1953 auch über die Lage in den großen chemischen Werken Leuna und Buna. Die SED-Bezirksleitung Halle antwortet umgehend. Tagesbericht Nummer 7, 16. Juni 1953. Es ist zu bemerken, dass so wichtige Betriebe wie Leunawerk Walter Ulbricht, Chemisches Werk Buna, keinen umfassenden, konkreten Überblick über die Situation in den Betrieben geben konnten. Die Tätigkeit feindlicher Kräfte in den Betrieben verstärkt sich dagegen ständig. Als dieser Bericht am 16. Juni in Ostberlin eintrifft, demonstrieren bereits Tausende. Ausgelöst wurden diese Demonstrationen von den Bauarbeitern Ostberlins. Für sie hat der neue Kurs keine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gebracht, denn die Arbeitsnormen sollen nach wie vor zum 1. Juli erhöht werden. Als sich die Demonstranten vor dem Haus der Ministerien versammeln, versucht Fritz Seldmann, der Minister für Hüttenbau und Schwerindustrie, die aufgebrachten Arbeiter zu beschwichtigen. Die geplante Normenerhöhung sei zurückgenommen worden. Wie wenig dies bewirkt, kann die Bevölkerung aus der Berichterstattung des RIAS entnehmen. Der Hauptteil der Demonstranten verließ gegen 15 Uhr den Platz vor dem Regierungsgebäude und zog die Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz. In Sprechchören wurde immer wieder die Forderung nach freien Wahlen gestellt, während Einzelne zum Generalstreik aufriefen. Als wir die Aufforderung des Streikkomitees sendeten, zum Treffen am nächsten Morgen um 7 am Strausberger Platz, kam der amerikanische Kontrolloffizier Gordon Ewing mit bebendem Bärtchen, also ein Lippenbärtchen, da gesagt, es wird sofort eingestellt. Das machten die normalerweise nicht. Denn der Hochkommissar, Mr. McCloy, hat mich angerufen, ob denn der RIAS den Dritten Weltkrieg beginnen wolle. Auch Bonn hat kein Interesse daran, einen Flächenbrand in der DDR zu entfachen. In der Nacht des 16. Juni um 22.40 Uhr sendet der RIAS eine eindeutige Botschaft Jakob Kaisers, des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen. Die Demonstrationen der Bevölkerung in Ostberlin können niemanden überraschen, der die unhaltbaren Zustände des sowjetnationalen Regimes kennt. Trotzdem richte ich an jeden einzelnen Ostberliner
und an jeden Bewohner der Sowjetzone die Mahnung, sich weder durch Not noch durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen zu lassen. Niemand soll sich selbst und seine Umgebung in Gefahr bringen. Die grundlegende Änderung eures Daseins kann und wird nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit und Freiheit erreicht werden. Diese eindringlichen Appelle dringen bis in den letzten Winkel der DDR. Am Morgen des 17. Juni gehen die Menschen mit gemischten Gefühlen zur Arbeit. In den Walter-Ulbricht-Werken in Leuna und in den chemischen Werken Buna wird es zu Aktionen kommen. Der Anlass war, dass in Berlin die Bauarbeiter der Stalinallee gestreikten und wir das durch den Rias erfuhren. Und als wir früh morgens mit der Straßenbahn ins Leunawerk fuhren, wurde über diese Sachverhalt schon ausgehend diskutiert. Und bei der Ankunft im Büro wurde natürlich auch darüber gesprochen. Und dann kam es natürlich dazu, dass wir dann anschließend gegen 9 Uhr in ein Zimmer gerufen wurden, wo der Werkfunk zu empfangen war. Über diesen Werkfunk wollte die SED zu der Norm-Geschichte Stellung nehmen. Und wir versammeln also in diesem Büro. Und dann sah ich in einer Entfernung von etwa 200 Meter etwa 30 Arbeiter gestikulieren. Die waren also außerhalb des Gebäudes. Und in diesem Moment habe ich gesagt, Leute, es geht los. So gegen 8 Uhr sah ich dann, dass aus einer Querstraße die Schlosser der Werkstatt, der Carbid-Werkstatt Gustav 32, sich in eine andere Richtung bewegt. So möchte ich das jetzt mal ausdrücken. Damals wusste ich ja noch nicht, was ich dann abspielte. Es war dann aber zu erkennen, dass sich diese Schlosser verabredet hatten, um in der großen zentralen Werkstatt, in der Hauptwerkstatt B79, sich zu treffen, um dort gemeinsam über das Thema Rücknahme der Normerhöhung zu diskutieren und auch Forderungen aufzustellen. Kein Schritt der Demonstranten bleibt unbeobachtet. Ein Parteigenosse der SED-Werksleitung notiert die Parolen. Sie lauten: Hinweg mit der Norm, Sturz der Regierung, hinweg mit Grotewohl und Ulbricht. So gegen 11 Uhr kam dann ein größerer Marschzug, der sich formiert hatte und begab sich in Richtung Merseburg. Das muss so gegen 11 Uhr gewesen sein. Aus diesem Marschzug lösten sich einige Kollegen, die dann die Zentrale, die Partei-, Gewerkschafts- und FDJ-Zentrale im Bau Dohaner 22, na, wir sagten damals, stürmten, denn es wurde nicht verteidigt, sondern die führenden Männer verließen das Gebäude alle durch das Fenster. Als der Zug das Werk verließ, war ich am Haupttor des Buna-Werkes. Und dort war der gleiche Funktionär, mit dem ich im Frühjahr in einer Versammlung eine große Auseinandersetzung über die Unsinnigkeit der Erhöhung des Marmeladenpreises und anderer Maßnahmen gehabt hatte und verteidigte das dort. Ich muss sagen, sehr mutig. Es war der Genosse Leo Aschenbrenner, kleiner Bayer. Bayerischen Dialekt hat er dort sehr mutig das verteidigt und wurde deshalb auch von denen, die zurückgeblieben waren, sind ja nicht alle mitgezogen, angegriffen. Als ich mich dagegen verwahrte, ist mir das Gleiche passiert. Als wir das Werk verlassen haben, war schon alles sperrangelweit offen. Da ist kein Polizist mehr zu sehen. Aufgeregt waren wir natürlich alle, da war nicht einer drin. Und das war so ungefähr, wie wenn Züge auf den Bahnhof kommen und das Volk dann heimwärts strebt oder wohin auch immer. So lose ging das auf der Straße und auf dem Weg Richtung Merseburg, auf der Hauptstraße. Und ich glaube nicht, dass uns da ein Auto überholt hat, denn das wäre ja nicht durchgekommen. Aber organisiert, so in Reihen, sowas war nicht. Also, aber es waren trotzdem genug, da hätte man ja
Demonstrationsveranstalter sich gefreut, wenn so viele freiwillig gekommen wären. Ja? Von den 18.000 Bühnenarbeitern, also die Hälfte ist bestimmt dort gewesen. Auch aus dem Leunawerk ziehen Tausende von Arbeitern nach Merseburg. Aus der entgegengesetzten Richtung treffen die Kollegen aus Buna ein. Als wir nach Merseburg marschierten, standen die Leute am Straßenrand und jubelten uns zu. Es gab Freudentränen, wildfremde Menschen umarmten sich. Also es war eine Begeisterung da, wie ich sie selten in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe. Und dort war dann eine Großkundgebung, wo dann die Forderungen gestellt wurden, Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, Einheit Deutschlands und die Normerhöhungen sollten zurückgenommen werden. Aufnahmen eines Amateurfotografen. Leuna-Arbeiter demonstrieren in Merseburg. Die Funktionäre der Kreisparteileitung in Merseburg reagieren. Als ich zur Kreisleitung kam, war dort irgendwie eine komische Stimmung. Das habe ich gemerkt. Und dann wurden wir auch kurze Zeit später alle zusammengerufen, alle Mitarbeiter waren ja lange nicht so viel, wie das nahe zum Schluss war, es waren ja nicht so sehr viele, aber wir wurden alle zusammengerufen und da wurde uns vom damaligen ersten Sekretär und von der zweiten Sekretärin gesagt, also es ist was im Gange, ihr müsst agitieren gehen. Eingeteilt wurde der und der und der in jenen Betrieb, in die Zellstoff- und Papierfabrik und so weiter und so fort. Und unsere leitenden Funktionäre, die gingen in die größeren Betriebe, nach Großkaina. Und die anderen sollten in die Stadt gehen, agitieren. Worüber? Wurde überhaupt nicht gesagt. Die Wut der Demonstranten richtet sich bald gegen Parteieinrichtungen und das örtliche Untersuchungsgefängnis. Hier ist auch eine Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit untergebracht. Ich hatte mein Parteiabzeichen anstecken, Jacke an. Und als ich dorthin kam, waren sehr viele Leute da. Die ganze Poststraße war ausgefüllt, Geschrei und standen Wagen da, so Pferdewagen. Und darauf stand jemand und agitierte, nieder mit der Regierung und so weiter. Und ich stand erstmal fassungslos. Und dann habe ich gesehen, wie Akten aus dem Haus, aus den Fenstern geworfen wurde und eine Thälmannbüste. Und ich hatte viele Stalinbüsten zwar schon gesehen, aber noch keine Thälmannbüste. Und das hat mich innerlich so empört. Erstmal konnte ich es ja gar nicht einsortieren, was da passierte. Und da habe ich zu meinem Nachbar, meinem Nebenmann, das war ein älterer Mann mit Lederschutz und Arbeitskleidung an, habe ich gesagt, na, gefällt Ihnen das? Man kann doch nicht Thälmann hier aus dem Fenster schmeißen und so. Und da hat er mich gepackt, mein Parteiabzeichen runtergerissen und geschrien und ich wurde plötzlich weitergereicht. Und vor dem Haus war die Straße aufgerissen, so Holzbohlen drüber gelegt und so provisorisches Geländer. Und dort habe ich richtig Angst gekriegt. Da haben sie mich bespuckt und geschlagen und nach hinten gezogen, dass ich da über den Brettern hing. Und ich habe gedacht, wenn du hier runterfällst, brichst du dir einen Hals. Da waren sie gerade dabei, das Gefängnis zu öffnen und die Gefahren rauszulassen. Und da waren wir uns eigentlich einig, ging insofern ein bisschen so weit, dass die gleich jeden rausgelassen haben. Egal, weshalb da einer saß oder nicht. Ich hörte nur da Gemurmel und Geschrei, jetzt auf zu den Bonzen, zur Kreisleitung und so. Und wir waren erst kurze Zeit da hochgezogen zum Domplatz. Und dann wollte sich die Menge teilen und wollte, wo die alte Kreisleitung gewesen war. Das habe ich dann noch so hinterrücks mitgekriegt. Aber dann rief einer, die sind jetzt da oben und stürmten los. Und ich bin die Straße wieder zurück und auch wie eine Verrückte zur Kreisleitung zurückgerannt und wollte sagen, jetzt kommen die. Und als ich ankam, kamen auch Jeeps mit sowjetischen Offizieren und Soldatchen drauf. Und von der anderen Seite waren auch langsam die Demonstranten ran und schrien dann nieder mit Piet, nieder mit der Regierung, nieder mit Ulbricht. So, und ich bin dann ins Haus und habe nur vom Haus aus weiter beobachtet. Und draußen vor der Tür habe ich einen Sowjetsoldaten stehen sehen, ein ganz junges Kerlchen mit seiner Mandoline vom Bau. Und die schrien dann da vor unserem Haus und der hat mir gesagt, dabei, dabei. Der hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe den bewundert. Nicht nur in Merseburg, sondern auch in der Bezirkshauptstadt Halle kommt es zu massiven Protesten. Hier werden sie durch einen Demonstrationszug von Arbeitern der Waggonfabrik Ammendorf ausgelöst. Wir hatten am 17. die übliche
Kabinettssitzung in Angriff genommen, wollten sie in Angriff nehmen. Und unmittelbar vor Beginn gab es einen telefonischen Anruf, wo ich also angefordert wurde. Und da erfuhr ich von einer Frauenstimme, ohne dass ich wusste, wen ich da an der anderen Seite hatte, erfuhr ich, dass man in Ammendorf eine Demonstration organisiert, dass dort gestreikt werden solle. Aber die Frau ist irgendwie unterbrochen worden. Die hat also nicht bis zu Ende erzählen können. Irgendwie ist sie unterbrochen worden, sodass wir zunächst in Halle gesessen haben und nicht recht gewusst haben, was wir aus der Geschichte machen sollen. Dieser Demonstration schließen sich tausende Arbeiter aus anderen Betrieben an. Der Zug passiert die Garnison der kasernierten Volkspolizei, kurz KVP, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wenn die Aufständischen gewusst hätten, wie schwach diese Einheiten waren, dann wären die gesamten Kasernen innerhalb von Minuten den Leuten in die Hände gefallen. Die Einheiten waren nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Die paar Munition, die auf den Wachen vorhanden war, hätte gar nichts genützt. Der Rat des Bezirks, die oberste Verwaltungsbehörde, ist wie gelähmt. Ich hatte mich, ehe ich vom Rat des Bezirkes zur Parteileitung ging, vorher noch mal mit der Polizeileitung in Verbindung gesetzt, telefonisch, und von dem Leiter der Polizei verlangt, dass sie sich sofort als Polizei darum zu bemühen haben, die entsprechenden sogenannten neuralgischen Punkte, wenn man das so sagen darf, zu sichern. Und da hat mir die Polizei geantwortet, das können sie nicht, sie haben keinen Auftrag. Und sie können über die kasernierte Polizei nicht verfügen, das kann man nur von Berlin aus. Und nun war tatsächlich keine Polizei einsatzfähig zu diesem Zeitpunkt, sondern die Feuerwehr hatte eine Abordnung zur Bezirksleitung der Partei geschickt als Sicherung. Die Demonstranten versammeln sich auf dem Hallmarkt im Zentrum der Stadt. Was in der DDR bislang nicht möglich war, wird nun wie selbstverständlich wahrgenommen. Das Recht, sich öffentlich und frei politisch zu äußern. Es wurden dann aber auch richtig ein Forderungskatalog genannt. Unter anderem, ich weiß nicht mehr in Einzelnen, aber unter anderem Herabsetzung der Preise, Stopp der Normenerhöhungen, Freiheit für die Kirchenmänner, sind offensichtlich auch welche eingesperrt gewesen. Ich weiß nicht die Einzelheiten, aber diese Forderung stand. Und natürlich ging es dann weiter. Also das hat sich aufgeheizt, möchte ich sagen. Es war sehr spontan, lief das ab. Da kam ein Redner nach dem anderen und ich hatte den Eindruck, es war überhaupt nichts organisiert, sondern da konnte reden, wer wollte, so etwa. Ja, wer sich dorthin stellte ans Mikrofon, der kriegt es dann auch noch eine Weile. Und da kamen natürlich Forderungen, die eben weitergingen und die waren ganz eindeutig. Entmachtung der Partei, Sturz der Regierung. Vielleicht ist noch diese Losung bekannt, die dann auch schriftlich dort am Hallmarkt prangte. Eventuell war sie auch in anderen Städten, als ich kenne es aus Halle. Zum Beispiel diese Spitzbart, Bauch und Brille ist nicht des Volkes Wille. Sicherlich bekannt, Spitzbart war Ulbricht, Bauch war Bieg, Brille war Rothe wohl damals, ne? Noch während der Kundgebung wird die SED-Bezirksleitung am Steintor von aufgebrachten Demonstranten geplündert. Die Ähnlichkeit der Ereignisse in Merseburg und Halle ist frappierend. Auch in Halle wird das Untersuchungsgefängnis gestürmt. Zahlreiche Häftlinge werden befreit. Das interessierte uns. Wir sind dorthin und sahen dann, wie die Gefangenen noch in Sträflingskleidung herauskamen, wie sie von teilweise jedenfalls von ihren Angehörigen begrüßt wurden, wie man sich in die Arme fiel, sich freute, dass sie wieder frei waren. Und zum Teil hörte man auch von einigen Schicksalen, die sich da
offenbar hinter den Kerkermauern abgespielt hatten. Ich hörte nur in einem Fall, wie ein älterer Mann offenbar zu seiner Frau sagt, dass er auch geschlagen worden wäre. Das hat uns alle sehr empört. Aber wir waren sehr unzufrieden und es gefiel uns überhaupt nicht, dass leider auch einige mit freigelassen wurden, die wirklich hätten weiter sitzen müssen, wie zum Beispiel eine KZ-Aufseherin, eine damals Bekannte, die in Halle im Untersuchungsgefängnis einsaß. Sie kam mit heraus und versuchte dann schon gleich hier mit ihm drüben zu fischen. Erna Dorn, kurz zuvor als KZ-Aufseherin entlarvt. Fortan dient sie der SED als Beweis dafür, dass die Massen von faschistischen Provokateuren zu einem Putsch gegen die DDR angestiftet wurden. Ermutigt durch die erfolgreiche Befreiung der Gefangenen des Untersuchungsgefängnisses, machen sich zahlreiche Demonstranten auf den Weg zum Roten Ochsen, dem städtischen Zuchthaus. An der Brücke hinter der Moritzburg, die über die Saale ging, war ein Gebäude, ich weiß es nicht mehr heute ganz genau bestimmt, aber man sagte damals, dort wären Leute vom SSD, Staatssicherheitsdienst, die hätten dort ihr Quartier. Und man sah ein Tor, wo man unten einen Spalt erkannte und dort waren Füße zu sehen. Also man sah, dort waren Menschen tätig. Wir haben das aber nicht eingeschätzt als Demonstranten. Wir sind also einfach weitermarschiert, obwohl schon eingerufen, die sind bewaffnet, seid vorsichtig. Und ehe das gerufen wurde, knallten schon die ersten Schüsse und es waren scharfe Salven. Und ich habe erlebt, wie ein junger Mann neben mir, 2-3 Meter neben mir, wie er zu Boden fiel, schwer getroffen. Ich sehe heute noch die Blutlache dort auf der Brücke. Und wir waren natürlich dadurch so erschrocken, dass wir den Weg, der nicht mehr weit war bis zum Kirchturm, wo der Rote Ochse ist, dass wir diesen Weg nicht weiter gingen, sondern dass wir uns zerstreut hatten, denn jetzt wussten wir, es ging ja um unser Leben. Die gewaltsame Stürmung des Roten Ochsen misslingt. 5 Menschen werden erschossen. Auch auf dem Hallmarkt, wo die Kundgebung andauert, zeichnet sich eine Wende ab. Gespenstig wurde das Ganze, dass eben um den Hallmarkt rum russische Fahrzeuge, russische Soldaten postiert waren, die meiner Meinung nach nicht scharf geschossen haben, sondern mit Platzpatronen. Und das gab natürlich dem Ganzen einen wahnsinnigen Eindruck. Und als die Kundgebung dann zum Ende kam, dann wurde das Deutschlandlied gesungen. Und also ich kann nur sagen, die Umstehenden bei mir, von mir hatten alle Tränen in den Augen, obwohl es doch langsam klar wurde, dass es schon wieder vorbei war. Ost-Berlin. Immer massiver gehen sowjetische Panzer und Soldaten an strategischen Punkten in Wartestellung. Die DDR-Regierung flieht zu ihrem Verbündeten nach Karlshorst, dem Sitz der Roten Armee. Dort werden die weiteren Entscheidungen getroffen. Der Befehl für den Einsatz der Truppen wurde vom Oberkommandierenden der sowjetischen Truppen in Berlin in Abstimmung mit der Führung der DDR erlassen. Wenn 16. Juni kam und Anzeichen für eine große Umgebung und Aufstand schon da waren, haben sie jede Stunde praktisch nach Moskau berichtet, wie die Lage sich entwickelt. Und Moskau, als mir General Fadejkin erzählte, wollte nicht Entscheidung treffen, was zu tun. Und wie dann später beide Savanenkov und Semyonov geschrieben haben, sie sahen, dass man kann nicht noch einige Minuten zu verlieren oder eine Stunde zu verlieren. Warum? Weil praktisch gesehen das Schicksal der Ulbricht-Regierung und das Schicksal der Führung der SED hing in der Luft. Um 13 Uhr wird der Ausnahmezustand über Ost-Berlin verhängt. Sowjetische Panzer verhindern ein frühes Ende des kommunistischen Experiments.
Am 18. Juni scheint in Berlin wieder Ruhe zu herrschen. In der Region Halle kommt es dagegen trotz des auch dort verhängten Ausnahmezustandes erneut zu offenen Aktionen. Das war wohl von 21 bis 4 Uhr früh, war also striktes Verbot, auf die Straße zu gehen. Wir sind dann am nächsten Morgen, also am 18. Juni, dann wieder auf die Straße gegangen, zum Markt, wollten uns dort versammeln. Da standen aber schon Panzer der Roten Armee. Sie standen aber nur. Bloß die Schar der sich Versammelten wurde immer größer. Es begann auch schon welche wieder zu reden. Das war allerdings jetzt auf dem Obermarkt. In Halle gibt es den Hallenmarkt, der etwas tiefer liegt. Und oben auf dem Obermarkt, weiß ich noch, da kamen die Panzer dann ganz langsam auf die dort demonstrierenden Menschen zugerollt. Und wer nicht wegging, wäre überfahren worden. Und wir sind so Meter für Meter vor diesen Panzern dann hergelaufen und mussten uns natürlich dieser militärischen Gewalt beugen. Eine junge Frau wird von Einheiten der Volkspolizei erschossen. Zahlreiche Demonstranten und Angehörige der Volkspolizei werden verletzt. Die SED geht in die Offensive. Gemeinsam mit den sowjetischen Besatzern verbreitet sie die Legende, der 17. Juni sei das Werk faschistischer Drahtzieher aus dem Westen gewesen. Ich bin dann nach Hause gegangen, ich bin allein nach Hause gegangen. Und ja, nächsten Tag früh um 7 war es wohl, dann klingelt es. Und meine Wirtin wollte aufmachen, sage ich, nein, das ist für mich. Und dann standen schon zwei Herren mit einer Pistole in der Hand dort und fragten nur, ob ich derjenige wäre. Und dann war ich aber auch schon unten an der Tür, stand der Nächste. Dann wurde ich zu dem berühmten Roten Ochsen gebracht. Dort standen schon zwei junge Stasi-Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag. Und dann wurde ich dann da in dem Gebäude rumgeführt und musste mich mit erhobenen Händen, Gesicht zur Wand, dann hinstellen. Und so dachte ich, also jetzt ist es eigentlich zu Ende. Und die Verhöre fanden nur nachts statt. Also da wusste man nie, wie es eigentlich läuft. Und wir sind nach dem Kontrollratsgesetz 38 verurteilt worden als Faschisten. Auch im Leuna-Werk wird man auf der Suche nach sogenannten faschistischen Provokateuren fündig. Der Prozess lief vom 29. bis 31. Dezember. Das Urteil wurde am 31. Dezember gefällt. Ich selbst bekam 2,5 Jahre Zuchthaus wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der DDR-Verfassung. Meine Mitangeklagten, der Richard Kaufmann, bekam 5 Jahre Zuchthaus. Ein Günter Rucks, 5 Jahre Zuchthaus. Ein Joachim Fiedler, 3 Jahre Zuchthaus. Der Josef Butzek, 3 Jahre Zuchthaus. Und ein Otto Rohrbauer, 1 Jahr Gefängnis. Das Klima nach dem 17. Juni ist durch Einschüchterungsversuche gegen die Bevölkerung gekennzeichnet. Gleichzeitig lässt die SED-Führung ihre Dankbarkeit und Verbundenheit zum sowjetischen Verbündeten durch die Werktätigen zum Ausdruck bringen. Bereits am 22. Juni inszenierte Jubelbilder in Ost-Berlin. Des Wohlstandes und des Glücks für alle. Auch Wolkenbrüche und Gewitter konnten die Massen nicht abhalten, für die eben noch bedrohte Freiheit auf die Straße zu ziehen. Mit frohem Herzen danken sie vor allem denen, die ihr und ihre Kinder Leben schützten, den Soldaten der Sowjetarmee. Mit eigenen Augen hatten sie gesehen, wie am missglückten Tag X der Adenauer und Reuter die Männer mit dem Sowjetstern den Frieden Deutschlands, den Frieden Europas gerettet haben. Um den Arbeitern zu erklären, wie die Ereignisse um den 17. Juni zu bewerten seien, begeben sich Politbüromitglieder in die Betriebe. Am 24. Juni spricht Walter Ulbricht in Leuna. Und was ist mit Leuna-Werk? Man sagt uns, einige der Vertreter der Intelligenz haben uns gesagt, ja, aber hier war das doch nicht ganz so. Wir haben doch diese Berliner Agenten also hier gar nicht im Werk gehabt. Sie müssen nicht unmittelbar mit dem Auto oder mit der Eisenbahn angekommen sein. Es gibt doch auch Leute, die im Werk anwesend sind. Solche Leute gibt es da auch. Oder war vielleicht dieser SS-Mann, der in ihrer Verwaltung gesessen hat, der einer der Organisatoren dieser Provokation hier im Werk war, war das vielleicht nicht einer von diesen Beauftragten? Wenn er es nicht gewesen wäre, warum ist er dann schleunigst verschwunden, als man merkte, dass er zu den Organisatoren gehörte?
Also man soll doch nicht so tun, als ob die Feinde nicht auch hier im Löhnerwerk gesessen hätten. Zwei Tage später kommt das Politbüro-Mitglied Fred Oelsner nach Buna. Dort ist die Stimmung immer noch gereizt. Es gab ja nun ständig Versammlungen und Aussprachen. Und dort wurde neben den Forderungen, die vor dem 17. und zum 17. Juni gestellt wurden, zunächst immer die Freilassung des Streikkomitees in den Vordergrund gestellt. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das hat dann auch bei dieser Versammlung, die am 26. Juni stattfand, zu der Fred Oelsner, das Mitglied des Politbüros, nach Buna eilte und einer großen Versammlung im Gemeinschaftshaus B13 mit 600 Beteiligten, 300, die als Anhänger der Streikenden zu bewerten sind und 300 Anhängern des anderen Systems besetzt war. Und dort wurde ganz deutlich die Forderung vorgetragen, wir verhandeln erst dann weiter, wenn das Streikkomitee freigelassen wird. Und als Fred Oelsner das ablehnte, genauso kategorisch, löste sich die Versammlung auf. 300 verließen den Saal und 300 blieben sitzen. Oelsner war ein unscheinbarer Redner, war ein kleiner, kommt allerdings aus der Gegend hier, aus der Nachbarstadt Weißenfels. Ich nehme an, dass man ihn deshalb hierher geschickt hat, aber er hat keine Resonanz gefunden. Er wurde stehen gelassen und das war schon etwas, die Brüskierung eines Politbüromitgliedes. Er war ganz bedeppert, das daran erinnere mich noch und alle, die eben mit zu diesem Stab gehörten. Das hat es sicher noch nicht gegeben und so endete das Ganze. Die Fronten verhärten sich. Am 15. Juli kommt es wieder zum Streik. Anders als am 17. Juni kommt nun die Produktion in Buna völlig zum Erliegen. Es wurde nach Berlin berichtet, dass das Buna-Werk nun steht und Fritz Selbmann, Mitglied des Zentralkomitees und Minister für Schwerindustrie, tauchte in Buna auf, noch am Nachmittag, ging selbst zu den Karbidöfen, weil dort ja sämtliche Produktion beginnt, und hat mit den dort Streikwache haltenden Arbeitern gesprochen, hat ihnen auch gedroht, dass er sie in den Karbidöfen werfen würde, und es hat doch keines weiteren Einsatzes bedurft. Die Carbidfabrik ist dann im Laufe des späten Nachmittags wieder angefahren und dann auch die übrigen Produktionen. Die Zuspitzung erfolgte dann am nächsten Tag, am 16. Juli, als in der entsprechenden Schlosserwerkstatt, die für die Carbidfabrik arbeitet, dann die Arbeiter nicht bereit waren, mehr zu arbeiten. Und an diesem Tage marschierten sowjetische gepanzerte Einheiten vor dieser Werkstatt auf. Schließlich wird der Streik niedergeschlagen. Doch aus parteiinternen Akten geht hervor, dass die Belegschaft auch weiterhin Petitionen an die Werksleitung richtet. Sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Presse- und Redefreiheit in Deutschland. Abschaffung der kasernierten Volkspolizei. Die SED-Führung hält an ihrem Kurs gegen den Willen einer Mehrheit der Bevölkerung fest. Im Juli besucht der sowjetische Außenminister Molotow die Wismutwerke. Einmal mehr feiert man bei dieser Gelegenheit den deutsch-sowjetischen Schulterschluss. Grote wohl muss wohl bei dieser Gelegenheit zusagen, die Einheit der Partei wiederherzustellen. So werden die Politbüro-Mitglieder Wilhelm Zeisser und Rudolf Hermstadt wegen angeblicher Nähe zur Sozialdemokratie entmachtet. Ulbricht, dessen Position zeitweise ins Wanken geraten war, steht Ende Juli 1953 wieder unangefochten an der Spitze der Partei. Zur Sicherung des Machtanspruchs der SED entsteht ein perfektionistischer Kontroll- und Unterdrückungsapparat. Seit dem 17. Juni werden verstärkt Betriebskampfgruppen aufgestellt. Darüber hinaus wird die kasernierte Volkspolizei vergrößert und massiv aufgerüstet. Wir haben damals den Führern der Sicherheitsorgane der Regierung der DDR gesagt, schafft euch euer eigenes Sicherheitsorgan, eine eigene Abwehr, die euch die Möglichkeit gibt,
über die Entwicklung im eigenen Lande Bescheid zu wissen, um entsprechend reagieren zu können. So wird eine Institution zum Schild und Schwert des Staates erkoren, der Staatssicherheitsdienst. Auf Beschluss des Zentralkomitees der SED wird dieser reorganisiert und personell massiv vergrößert. Das Schwergewicht wird dabei auf den Ausbau eines Netzwerks geheimer Informanten gelegt. Einer der ersten Aufträge des Politbüros lautet, die faschistischen Drahtzieher des 17. Juni ausfindig zu machen. Diese Suche musste erfolglos bleiben. Referat des Genossenstaatssekretär Woll-Weber auf der Zentralen Dienstkonferenz am 11. und 12. November 1953. Hier müssen wir feststellen, dass es uns bis jetzt nicht gelungen ist, nach dem Auftrag des Politbüros die Hintermänner und Organisatoren des Putsches vom 17. Juni festzustellen. Lapidar entlarvt die Staatssicherheit die von der SED-Führung erfundene Legende. Der 17. Juni war kein vom Westen geplanter Tag X, sondern der spontane Ausdruck tiefer Unzufriedenheit breiter Schichten der Bevölkerung. Unzufriedenheit, die nicht nur in Ost-Berlin, sondern in über 400 Orten der DDR mehr als 500.000 Menschen auf die Straße trieb. Pulverfass-Provinz, in der DDR ein Tabu.